Kannibalenherz von Margaret Miller in der Bearbeitung von Valerie Stiegele. Die Regie hat Bernd Lau. Jetzt höre ich was. Das sind sie. Die Teufel. Wenn du nicht endlich aufhörst, mir ständig nachzulaufen und mich zu nerven, dann sag ich ihnen, dass sie nachts in dein Zimmer kommen sollen, wenn du schläfst. Das traust du dich nicht. Bist du eigentlich wirklich eine Mexikanerin? Halb. Und die andere Hälfte? Als ob du das nicht wüsstest. Das fragst du doch nur, um mich zu ärgern. Ich weiß es aber wirklich nicht. Für ein Kind von fast 9 Jahren weißt du wirklich sehr wenig. Es gibt noch viel mehr grausige Sachen hier im Wald, von denen du überhaupt nichts weißt. Das glaube ich dir nicht. Du wohnst nicht hier, wie ich. Jetzt schon. Wir bleiben hier in Kalifornien, bis die Schule wieder anfängt. Ach, trotzdem bist du nur ein Mieter. Aber ich wohne hier. Seitdem das Haus gebaut wurde und ich weiß alles darüber. Und ich weiß auch alles über Mrs. Wakefield. Wer ist Mrs. Wakefield? Eine rothaarige Hexe. Ihr gehört jetzt das Haus. Mein Vater hat einen Brief bekommen. Sie kommt hierher. Sie wird in Billys Zimmer wohnen. Jetzt möchtest du sicherlich wissen, wer Billy ist. Mir doch egal. In meiner Schule in New York gibt es jede Menge Billys. So einen wie den aber nicht. Lisa, was gibt's hier im Wald für grausige Sachen? Du würdest vor Angst sterben, wenn ich's dir sagen würde. Jesse Banner aus New York. Schwöre mir, dass du es keinem Menschen weiter sagst. Ich schwöre. Also gut. Ein toter Mann. Ein toter Mann? Hier unter uns? Ist deshalb das für meinen Pool zugenadelt? Du bist wirklich zu blöde. Da wird er doch verwesen. Wirklich. Geh lieber zu deiner Mutter und spiel wieder mit deinen Puppen. Ich hasse Puppen. Wo ist der tote Mann? Das möchtest du gerne wissen, was? Aber ich sag's dir nicht. Ich sag's dir nicht. Luisa, warte. Lauf nicht weg. Ich habe Angst. Luisa! Jesse! Bist du da? Och, Jesse, mein bestes Satin-Nachthemd. Ich mach's ja nicht kaputt. Ja, aber es schleift doch auf dem Boden. Und meinen Lippenstift hast du auch wieder benutzt. Sehe ich jetzt auch wie 18? Ja, knapp 18, würde ich sagen. Jedenfalls älter als Luisa. Wenn ich erwachsen bin, werde ich Luisa herumkommandieren und dir Lügengeschichten erzählen. Tja, warum möchtest du das denn, Menschen belügen? Darum. Aha. Na komm, jetzt zieh mal Nachthemd aus und wasch dir das Gesicht, ja? So. Glaubst du an Teufel, Mami? Natürlich nicht. Wer hat dir denn was von Teufeln erzählt? Niemand. Was, vielleicht Luisa? Hey, du hast meine Frage nicht beantwortet. Jessie! Ich kann mich nicht gleichzeitig waschen und Fragen beantworten. Ich bin doch kein Genie. Also, wenn dir Luisa Schauermärchen erzählt, dann will ich das wissen, damit ich es abstellen kann. Schließlich ist sie erst 15 und hat kaum mehr Verstand als du. Was ist los? Streitet ihr euch wieder? Ich hab nicht gestritten, ich hab bloß ein Geheimnis bewahrt. Liebe Güte, schon wieder ein Geheimnis. Sag's mir, Baby, los. Luisa hat gesagt, im Wald sind Teufel unter den Brettern vom Swimmingpool. Ja, du hast aber doch keine Teufel gesehen, oder? Ich hab sie gehört. Was für ein Quatsch. Jetzt hör mal zu, Jesse. Willst du den Grund dafür wissen, warum der Swimmingpool zugedeckt worden ist? Weil die Dame, die hier wohnte, Angst hatte, ihr kleiner Junge könnte hineinfallen. Wie heißt der kleine Junge? Billy. Billy Wakefield. Seine Mutter kommt übrigens heute oder morgen hierher. Bringt sie den kleinen Jungen mit? Nein,
Ich habe sowieso nie geglaubt, dass es da Teufel gibt. Ich bin bloß aus Spaß weggerannt, damit Luisa einen Schreck kriegt. Ich bin der Hase in meinem Schloss und ihr seid elende Schurken. Ich bin stark und kann mir erzählen, dass alle Fragen. Verrücktes Ding. Hast du als Kind auch so gesponnen? Vielleicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Du musst ein komisches Kind gewesen sein. Stumm wie eine Porzellanpuppe. Hattest du eigentlich jemals was zu sagen? Ich hoffe, du fängst jetzt keinen Streit an, Mark. Wieso sollte ich? Ich weiß nicht, aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl, als ob jedes Problem, das Jesse hat, zu unserem Problem wird. Mir ist gar nicht nach Streit zumute. Dir? Wieso denn mir? Also warum denn damit anfangen? Oh Gott, ich habe lediglich auf was hingewiesen, was schon oft passiert ist, damit es nicht wieder passiert. Das klingt ja, als wolltest du mich warnen. Du bist doch nicht wieder eifersüchtig. Oh, Evelyn! In dieser verdammten Einöde gibt es niemand, auf den du eifersüchtig sein könntest. Außer der kleinen Luisa. Aber die ist doch noch ein bisschen jung. Meinst du nicht auch? Nun sei doch nicht albern. Du weißt ganz genau, dass ich in meinem ganzen Leben erst ein einziges Mal eifersüchtig war. Und das mit gutem Grund. Mein Gott, man sollte meinen, dass ich diese Affäre mit Patty inzwischen längst wieder gut gemacht habe. Patty. Für eine Frau in dem Alter ein absolut lächerlicher Name. Wie für einen Cocker Spaniel oder... Herrgott, wie heißen denn diese Hunde mit den absurd langen Ohren? Bassets, mein Liebling. Genau. Ach, Mark. Wir dürfen uns nicht streiten. Gerade jetzt, wo diese merkwürdige Mrs. Wakefield kommt. Übrigens, das Kindermädchen von ihrem kleinen Jungen, das war eine ausgebildete Krankenschwester. Woher weißt du das? Naja, ich habe Injektionsspritzen und solches Zeug in ihrem Schrank gefunden. Außerdem hat's mir Luisa erzählt. Du bist ja eine richtige Schnüfflerin. Ach, das ist doch keine Schnüffelei. Wenn man ein Haus mietet, dann möchte man schließlich auch was über die Leute wissen, denen es gehört hat. Und die jahrelang darin gewohnt haben. Wie du meinst. Wem gehört denn dieser hässliche Köter? Ruhig, Nick. Brav sein. Ich hoffe, er stört sie nicht. Er ist uns zugelaufen vor ein paar Monaten und tat mir leid. Und jetzt ist er so anhänglich. Solange er mich in Ruhe lässt. Es sind also nette Leute, die das Haus gemietet haben, Tom? Ja, Mrs. Wakefield. Ein Ehepaar mit einer kleinen Tochter. Er ist Verleger in New York. Die Akazie, die John gepflanzt hat. In dem Jahr, als wir das Haus hier bauten. Fast alles ist hier verwelkt und verdorrt und tot bis auf die Bäume. Es hat etwas für sich, tief hinabreichende Wurzeln zu haben. Wie alt ist das kleine Mädchen? Jessie wird im nächsten Monat 9. 9. Wie Billy. 9 Jahre und 28 Tage. Es wird merkwürdig sein, wieder ein Kind um sich zu haben. Mrs. Wakefield, es tut mir so leid mit Billy. Schon gut, Tom. Oh, wir gehen jetzt besser zurück, sonst denken die Banners noch, ich bin nicht ganz bei Trost, kaum angekommen und renne gleich wieder los in den Wald. Sie wissen doch nicht, dass John hier begraben liegt, oder? Ich habe Ihnen nichts gesagt. Das ist gut. Könnte ja sein, dass Sie abergläubisch sind, was den Tod angeht. Vor allem das kleine Mädchen. Ich habe mich verändert, nicht wahr, Tom? Sehr verändert. Nicht mehr als wir alle. Oh doch, viel mehr. Ausgetrocknet wie ein alter Brunnen. Ich hab's Carmelita angesehen, was für ein Schock es für sie war. Sie schaute mich an, als sei ich gestorben und nicht Billy. Sie sind noch immer eine junge, schöne Frau. Es war verrückt von mir, überhaupt hierher zurückzukommen. Ich hätte fortbleiben sollen. Weit weg von diesem Haus und allen seinen Erinnerungen. Was werden Sie machen, Tom, wenn das Haus verkauft und hier kein Hausmeister mehr gebraucht wird? Wir gehen zurück nach Masalup und machen eine kleine Imbissstube auf. Carmelita wird ihre Spezialgerichte kochen und ich bediene. Es wäre schön, wenn ich Sie beide bei mir behalten könnte. Aber ich weiß ja nicht, wo ich sein und was ich machen werde. Mexiko vielleicht.
Da gibt es einen kleinen Ort an der Küste. Manzanilla. Von dort kamen Billy und ich damals mit dem Schiff zurück. Es war schrecklich heiß. Auch bei Nacht lag ich da bei offenen Luken und hörte das Meer. Und fragte mich, was aus Billy werden sollte. Oft bin ich einfach nicht mehr mit ihm fertig geworden. Er war zuletzt so groß und schwer. Fast 50 Kilo. Und manchmal... Und manchmal? Mrs. Wakefield? Nichts, Tom. Ich glaube, da sind die Banners. Wollen Sie uns nicht bekannt machen? Hallo, Luisa. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Es hat mich zu Tode erschreckt, Mr. Banner. Sie sollten Menschen mit so einem schwachen Herzen, wie ich eins habe, nicht derart erschrecken. Vielleicht solltest du besser nicht rauchen, wenn du so ein schwaches Herz hast. Können Sie mich verpetzen? Nein. Ich rauche ja nicht oft. Nur wenn ich mich elend fühle. Und wenn ich die Menschen hasse. Nein, nein, nein. Ich bin sogar schon mal ausgerissen, vor 2 Jahren. Ja. Und wohin bist du gegangen? Nur zu meiner Tante nach San Diego. Die hat einen Weißen geheiratet. Ich wollte ein ganz neues Leben anfangen. Meine Haarfarbe ändern und anderen Namen annehmen. Irgendwas richtig Englisches. Alice Fitzsimmons oder so. Das ist aber eher irisch. Ach, egal. Irisch geht auch. Naja. Aber meine blöde Tante hat mich dann wieder nach Hause geschickt. Und wen hast du im Augenblick besonders? Naja, sie. Wer sie? Mrs. Wakefield natürlich. Und meine Eltern auch. Weil die immer so ein Getue um sie machen. Dabei ist das Geld von ihrem Mann. Sie war eine ganz gewöhnliche Lehrerin aus irgendeinem Nest in Nebraska. Ohne einen Cent. Dann hat sie ihn geschnappt. Und als er starb, kriegte sie sein ganzes Geld. Das ist mir neu, dass Mr. Wakefield tot ist. Ist er. Seit über einem Jahr. Er starb genau da drüben, an den Klippen. Sie geht seitdem nicht mehr ins Meer. Komisch, dass Sie Jessys Vater sind. Warum? Sie sehen gar nicht aus wie ein Vater. Eher wie ein Bandleader vielleicht. Danke, du scheinst dich auszukennen. Das ist doch mein Spezialgebiet. Ich will nämlich Sängerin werden. Mit einer eigenen Band. Da macht es auch nichts aus, dass ich schwarz bin. Das macht ohnehin nichts aus, Luisa. Oh, doch. Überall. Tja, wir gehen wohl besser wieder nach oben. Es wird dunkel. Mr. Banner? Ja? Glauben Sie, dass jemand nach außen hin schrecklich nett sein kann? Und innen drin ganz schlecht? Nein, das glaube ich nicht, Luisa. Und du solltest dir sowas auch nicht einreden. Hübsch Sie den Tisch gedeckt haben, Mrs. Banner. Das sieht ja aus wie bei einer richtigen Party. Das ist eine richtige Party. Aha. Eine Willkommensparty für Sie. Oh. Die Luftschlangen habe ich aufgehängt. Oh, danke, Jessie. Nehmen Sie auch einen Martini, Mrs. Banner. Ja, gern. Daddy, schau mich an. Sieh ich verändert aus? Lass mal sehen. Ich würde sagen, vor allem schrecklich sauber. Nein, viel veränderter. Schau doch. Und dann müssen es wohl die goldenen Ohrringe sein. Jessie, von wem hast du die? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Jessie hat sie in meiner Schmuckschatulle gesehen, als sie mir beim Auspacken geholfen hat. Und ich dachte, das eine Mal. Ja, solange sie keine Gewohnheit draus macht. Ich mache keine Gewohnheit draus, ich verspreche. Aber hör auf, so mit dem Kopf herumzuwackeln, Jessie. Du siehst ja wie ein Idiot aus. Was ist ein Idiot? Jemand, der nicht ganz richtig ist im Kopf. Und wodurch wird man ein Idiot? Das weiß ich nicht. Durch eine Menge Dinge nehme ich an. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot.
Mrs. Wakefield, schauen Sie doch, ein Idiot. Das genügt, Jessie. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mrs. Penner, gehe ich schnell noch vor dem Essen hinüber Luisa begrüßen. Sie ist so leicht gekränkt, wenn sie meint, man kümmert sich nicht um sie. Natürlich. Mark ist sowieso gerne spät. Jessie, nimm jetzt die Ohrringe ab. Wieso? Du bist Mrs. Wakefield schrecklich auf die Nerven gegangen mit deinem Getue. Hast du es nicht bemerkt? Aus der Übung. Ich habe über ein Jahr nicht mehr gespielt. In meinen Ohren klang es wunderbar. Ja. Sie spielen mit sehr viel Ausdruck. Zuletzt, das war wohl Chopin, nicht? Ja. Ich habe erst sehr spät angefangen zu spielen. Nachdem mein Junge geboren war. Billy liebte Musik. Er konnte mir stundenlang zuhören. Manchmal sang er auch. Ganz eigene Lieder waren das. Oh, aber ich glaube, ich halte sie vom Zu-Bett-Gehen ab. Nein, überhaupt nicht. Evelyn, was ist? Bist du müde? Nein, nein, ich höre euch zu. Ich schwatze hier den ganzen Abend. Ich habe wirklich lange schon nicht mehr so viel geredet. Billy und ich, wir waren im letzten Jahr viel auf Reisen, wissen Sie. Ständig unterwegs. Mexiko. Südamerika. Da sprachen meistens nur wir miteinander. War das nicht sehr anstrengend, dauernd auf Reisen mit einem Kind? Ach, Billy war im Allgemeinen sehr gut zu haben. Aber wir hatten ja schließlich auch was zu tun, eine Art Unterricht. Ich war ja mal Lehrerin. Ja, das hat mir Luisa erzählt. Ach. Luisa erzählt gern Geschichten. Aber ich muss sie warnen. Häufig sind sie nicht ganz zutreffend. Jetzt möchte ich Sie beide aber wirklich nicht länger vom Schlafengehen abhalten. Ich bin kein bisschen müde. Möchten Sie nicht noch einen Kaffee? Oh nein, nein, vielen Dank. Es war sehr freundlich von Ihnen, mich einzuladen. Gute Nacht, Mrs. Benner. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Benner. Gute Nacht. Nun lass doch die Aufräumerei, Evelyn. Das kann Carmelita morgen machen. Ich scheine dich heute Abend wieder mit irgendwas geärgert zu haben. Du musstest ja auch nicht die ganze Zeit herumhängen wie ein sterbendes Veilchen. Auf mich hat Mrs. Wakefield eben nicht die gleiche aufregende Wirkung wie auf dich. Du hast ja förmlich an ihren Lippen gehangen. Also wenn du damit sagen willst, dass ich ihr zu viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, dann erinnere dich bitte daran, dass du es gewesen bist, die sie unbedingt einladen wollte. Aber bitte... Ich gebe es zu. Ich finde, sie ist eine interessante Frau. Sie hat viel erlebt. Außerdem tut sie mir leid. Erst den Mann verlieren und jetzt das einzige Kind. Du hättest aber sicher nicht ganz so viel Mitgefühl, wenn sie schielen würde oder einen Buckel hätte. Also wieder mal eifersüchtig. Auf der Hut, nicht eifersüchtig. Sie ist zweifellos eine attraktive Frau. Auch wenn sie alt genug ist, deine Mutter zu sein. Übertreibst du denn nicht ein bisschen? Komm mal her, mein Dummchen. Ich denk ja nicht dran. Bleib mir bloß vom Leib mit diesem versöhnlichen Küsschen. Friede, Freude, Eierkuchen. Du langweilst dich mit mir, das ist es. Vielleicht hast du es schon immer getan, nur ist dir das früher nicht so richtig klar geworden. Ich bin ja auch nicht sonderlich interessant und erlebt habe ich so gut wie gar nichts. Ich kann nicht rumlaufen und so dunkel, mysteriös und faszinierend tun wie Sie. Ach, mein Lieber, ich habe nicht mehr am Klavier gesessen, seit ich alle meine Entchen für die Kopfjäger auf Borneo spielte. Bla, bla, bla. Evelyn. Ach, ich gehe jetzt ins Bett. Nacht, Mark. Gute Nacht. Haben Sie in der letzten Nacht schlecht geträumt, Mrs. Wakefield? Wieso? Habe ich irgendwelchen Lärm gemacht? Ich habe sie gehört. Ich dachte, es wäre ein Seelöwe. Ein Seelöwe? Das ist wirklich sehr komisch, Tom. Aber es stimmt. Ich bin weinend aufgewacht. Ich musste an ihre Albträume denken.
nach dem Tod von Mr. Wakefield. Das sind keine Albträume, Tom. Das sind Dinge, die wirklich passiert sind. Und die ich von Neuem durchlebe. Mrs. Wakefield. Wie ist Billy eigentlich gestorben? Er ist ertrunken. Ertrunken? Billy ist ertrunken. Das haben Sie mir nicht geschrieben. Es ist kein Geheimnis. Es stand doch in allen Zeitungen. Wie ist das passiert? Als wir aus Manzanilla zurückkamen. Er fiel über die Reling. Er spielte an Deck mit seinen Bauklötzchen. Es war sehr heiß. Und ich ließ ihn für einen Augenblick allein, um ihm ein Glas Wasser von der Bar zu holen. Als ich zurückkam, war er über Bord gefallen. Niemand hat gesehen, wie es passiert ist. Niemand hat ihn schreien hören. Nichts. Es war, als hätte er nie existiert. Sie hätten mir das gleich bei Ihrer Ankunft sagen sollen, Mrs. Wakefield. Oder wollten Sie mir das gar nicht sagen? Ach, was für ein Unsinn. Sie haben neuerdings eine sehr lebhafte Fantasie, Tom. Ich habe fast das Gefühl, dass Sie mir Vorwürfe machen, weil ich fortging, um für Billy ein Glas Wasser zu holen. Verzeihen Sie, Mrs. Wakefield. Luisa! Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Hat man überhaupt kein Privatleben mehr? Ich muss dir was ganz Tolles zeigen, Luisa. Ach du! Nein, Niki, sei brav, das ist nichts für dich. Sicherlich wieder so ein toter alter Fisch. Schau her! Eine goldene Uhr. Hast du denn die geklaut? Ich hab sie gefunden. Und was man findet, darf man behalten. Und wo? Du sagst es ja nur weiter. Nein, ich schwör's dir, ich sag's keinem. Unten am Strand, wo die Vögel ihre Nester haben, in den Klippen. Vielleicht hat sie ja jemand da versteckt. Ich weiß nicht, ob ich sie an deiner Stelle behalten würde. Ich glaube, die Uhr hat dem toten Mann im Wald gehört. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen, als ich ihr die Uhr zeigte. Nein, die habe ich noch nie im Leben gesehen. Dabei haben Tom und Luisa sie wiedererkannt. Sie hat Mr. Wakefield gehört. Na und? Sie hat also gelogen. Was beweist das? Ich sag ja bloß, dass diese Mrs. Wakefield eine Lügnerin ist, eine undurchsichtige Person. Und ich wünschte, sie würde wieder verschwinden. Evelyn, alles was recht ist. Du bist doch nicht ernsthaft eifersüchtig auf sie. Doch, Mark, schrecklich. Sie macht mir Angst. Ich habe das Gefühl, sie will mir das wegnehmen, was ich liebe, dich und Jesse. Weil sie ihren Mann und ihr Kind verloren hat, will sie euch haben. Evelyn, Liebes, weißt du was? Irgendwann diese Woche fahren wir beide nach Masalup und gehen ins Kino und essen schön. Nur wir beide. Okay? Okay. Sie sind auch schon aufgestanden, Mr. Benner? Haben Sie das eben gehört? Ja, ich bin davon aufgewacht. Es ist also wirklich ein Seelöwe. Ich dachte, also ich bin froh, dass es wirklich einer ist. Warum sind Sie darüber froh? Das kann ich nicht sagen. Sie würden mich auslachen. Ist das so schlimm, wenn jemand über Sie lacht? Na schön, dann sag ich's eben. Tom hat den Seelöwen in der vergangenen Nacht schon gehört. Dachte aber, ich sei das, die im Traum weint. Ist das nicht komisch? Nicht sehr.
Warum haben Sie ihm geglaubt? Weil ich beim Aufwachen merkte, dass ich tatsächlich geweint hatte. Worüber? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich wollte Ihnen noch sagen, auf Ihre Lüge wegen der Uhr, die Jesse auf den Klippen gefunden hat, ist niemand reingefallen. Also gut. Sie hat meinen Mann gehört. Ich weiß auch nicht, wie sie da auf die Klippen gekommen ist. Warum haben Sie zu Jesse gesagt, sie kann sie behalten? Kinder mögen Uhren. Und ich halte nichts von Erinnerungsstücken. Sie sind viel zu schmerzlich. Ich weiß, dass die Vergangenheit tot ist. Ich muss mich nicht ständig daran erinnern lassen. Geben Sie mir eine Zigarette? Ich dachte, Sie rauchen nicht. Tue ich auch nicht. Außer bei besonderen Anlässen. Wieso ist dies ein besonderer Anlass? Oh, der Nebel nehme ich an. Und dass ich so früh auf bin. Ach, eben alles. Schließt das Ach, eben alles auch mich ein? Was denken Sie? Ich denke, ja. Warum sind Sie mir auf die Terrasse gefolgt? Ich hörte Sie rausgehen. Und ich brauchte jemanden zum Reden. Na, dann fangen Sie mal damit an. Da ist er ja wieder. Vor Jahren haben John und ich mal versucht, einen Seelöwen zu fangen. Er hat uns über eine Stunde lang zum Narren gehalten. Erst ließ er uns ganz nah an sich herankommen, dann tauchte er weg und kam 100 Meter entfernt wieder hoch. Ich hätte schwören können, dass er uns auslacht. Er sah aus, als würde er vor sich hinkichern, wie ein sehr alter, würdiger Herr im Club, der heimlich im Playboy die Witze liest. Ich sitze auch häufig im Club und lese die Witze im Playboy. Oh nein, bitte. Erzählen Sie mir nichts über sich. Interessiert Sie das nicht? Doch. Aber ich mag nichts wissen. Ich möchte nicht an Sie denken müssen wie an jemanden, der noch ein anderes Leben führt. In einem Büro arbeitet. Und am Abend zu seiner Familie heimkehrt. Wie möchten Sie mich dann sehen? Gerade so, wie Sie jetzt sind. Wie Sie hier stehen. Ohne jeden Hintergrund. Ich kann aber nicht ewig hier stehen bleiben. Ich wünschte, Sie täten es. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von Ihnen. Keine sehr schöne. Sagen Sie mir es trotzdem. Sie möchten Dinge gerne besitzen. Stimmt's? Ist das alles? Das ist doch genug. Warum lächeln Sie? Ich bin glücklich. Wirklich? Ich unterhalte mich gern mit Ihnen. So wie jetzt, hier im Nebel. Das ist viel schöner, als im Bett zu liegen. Und zu weinen. Manchmal weine ich, ja. Nicht mehr so oft. Ich finde es schlimm, Sie mir weinen vorzustellen. Sie sind schon ein merkwürdiger Mensch. Eben noch zynisch und hart. Und im nächsten Augenblick ganz sanft. Haben Sie diese Wirkung bei anderen Menschen noch nie gehabt? Nein. Nicht mal bei Ihrem Mann? Nein. John war immer sanftmütig. War er auch Ihr Eigentum? Und Billy? Ich verstehe Sie nicht. Ich meine, in der Art, wie Tom und Carmelita Ihr Eigentum sind. Natürlich ziehen Sie die Fäden vorsichtig, damenhaft, sodass die Marionetten hübschartig tanzen. Aber wehe, wenn sie nicht funktionieren. Ich gehe wohl besser wieder rein. Dann versäumen Sie aber den Sonnenaufgang. Ich habe schon früher welche gesehen. Vielleicht ist dieser anders. Gehen Sie nicht hinein. Janet. Ich wünschte, ich wäre Ihnen nie begegnet, Mark. Es war der reinste Zufall, der mich mit Ihrem Leben in Berührung brachte. Und jetzt kann ich es nicht mehr vergessen. Ich glaube, ich könnte Sie fast töten. Sagen Sie so etwas nicht. Nicht aus Rache, nur damit ich nicht von Ihnen fortgehen und
immer daran denken müsste, wie sie ein ganz normales Leben ohne mich führen. Das ist eine merkwürdige Liebeserklärung. Wirklich? Ich könnte es nicht ertragen, in einer Stadt die Straßen entlang zu gehen, in der beständigen Erwartung, ihnen zu begegnen. Zu den Flugzeugen hinaufschauen zu müssen und mich zu fragen, ob sie da wohl drin sitzen. Hinter jedem Fenster eines vorbeifahrenden Zuges sie zu suchen. Ist das eine so merkwürdige Liebeserklärung? Nein. Wenn ich wieder fort bin, wird es Ihnen auch so gehen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Oh. Wenn Sie es nicht ertragen können, die Wahrheit zu hören, dann fragen Sie nicht erst danach. Wahrheit? Das ist sie. Ich versuche nur, Ihnen gegenüber aufrichtig zu sein. Ich weiß, wovon ich rede. Denn ich habe solch ein Durcheinander schon einmal erlebt. Ich hätte fast meine Familie verloren. Und das wegen einer Frau, an deren Gesicht ich mich heute kaum noch erinnern kann. Ich hasse sie. Oh, ich hasse sie. Das ist besser, als im Zugfenster zu starren. Hast du die Kette gesehen, die Luisa heute umhat? Ich habe nicht drauf geachtet. Sie sieht aus wie die, die Mrs. Wakefield am ersten Abend trug. Vielleicht war sie's. Und wenn? Ja, ich finde das doch ziemlich seltsam. Die Kette sieht teuer aus. Auf jeden Fall geht es uns nichts an. Sag mal, ist dir klar, dass du neuerdings immer mit mir sprichst, als sei ich dein Feind? Wenn ich das tue, dann tut es mir leid. Ich bitte um Entschuldigung. Mark! Zieht's dich wirklich so zu ihr hin? Ich meine, möchtest du, wenn du sie anschaust, begehrst du sie dann? Nein. Du würdest das ja sowieso nie zugeben. Wahrscheinlich nicht. Ach, ich wünschte, du wärst nicht so verdammt aufrichtig, Mark. Manchmal glaube ich, dass Leute, die um jeden Preis aufrichtig sind, das nur aus Grausamkeit tun. Sie fährt sowieso morgen ab. Und es besteht nicht die geringste Aussicht, dass wir sie jemals wiedersehen. Why it is so, that this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day. Sehr hübsch, Luisa. Du hast eine schöne Stimme. Ich muss üben. Ja, ich will dich auch nicht stören. Wenn Mama mich nicht mehr singen hört, dann muss ich rein und abwaschen oder sowas. Ach, was? Das mach ich schon. Komm, setz dich einen Moment. Dein Vater hat mir erzählt, er will in der Stadt ein Restaurant aufmachen, wenn das Haus hier verkauft wird. Ich hab. Freust du dich drauf, in der Stadt zu wohnen? Ach, der versteht doch gar nichts von Restaurants. Der war immer nur Hausmeister. Wahrscheinlich endet alles damit, dass wir mit ihr mitgehen. Mit Mrs. Wakefield? Ja, das wäre doch sicher auch eine gute Lösung. Ach, scheußlich. Ganz scheußlich wäre das. Ich dachte immer, du und Mrs. Wakefield, ihr seid gute Freunde. Sie hat dir doch auch diese herrliche Kette geschenkt, oder nicht? Nur damit ich nicht. Das war aus geschäftlichen Gründen. Damit du was nicht, Luisa. Sie will nicht, dass ich jemand von Billy und ihrem Mann erzähle. Was ist denn mit denen? Ich darf's nicht sagen. Ich habe Angst. Angst? Dass sie dir die Kette wieder wegnimmt oder. Oder was sonst? Ich weiß nicht. Ich habe einfach Angst. Sie macht mir Gänsehaut. Wie Billy. Der war nicht richtig im Kopf. Er konnte kaum sprechen und auch nicht alleine laufen. Manchmal saß er einfach nur stundenlang so da, mit rausgestreckter Zunge,
grässlich. Und ich? Ich sollte immer mit ihm spielen. Mr. und Mrs. Wakefield haben sich seinetwegen ständig gezankt. Er wollte, dass Billy in eine besondere Schule kommt, damit sie wieder wie normale Menschen leben könnten. Er hat sogar geweint. Aber sie wollte nicht. Sie tut immer nur das, was ihr passt. Dann arbeitete Mr. Wakefield auch hier? Nein, er hatte was mit Schiffsbau zu tun. Wenn er nicht da war, musste er jeden Abend ein Telegramm schicken. Was? Sie hat sie alle in dem Tischchen in der Halle aufgehoben. Als er dann starb, hat sie alle nochmal durchgelesen und dann im Kamin verbrannt. Vor der gerichtlichen Untersuchung kamen ein paar Männer und wühlten alles durch. Aber sie haben nichts gefunden. Was suchten sie denn? Der eine von den Männern sagte, es wäre besser, sie würden einen Brief von Mr. Wakefield finden, in dem steht, dass er sich umbringen wollte. Und? Fanden sie einen? Nein. Es gab ja auch keinen. Danke, Luisa. Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber du hast mir sehr geholfen. Denken Sie bloß nicht, ich hab's für Sie getan. Es ist leider kein Tee mehr da, wie Sie ihn mögen, Mrs. Wakefield. Das macht doch nichts, Tom. Wenn Sie noch warten wollen, könnte Mr. Benner Ihnen welchen besorgen. Er fährt in die Stadt zum Friseur. Wann? Soviel ich weiß jetzt. Fahren Sie mit? Heute nicht. Ich muss die Pumpe reparieren. Dann werde ich Mrs. Benner bitten, mir den Tee mitzubringen. Mrs. Benner fährt auch nicht mit. Der Jeep ist ihr zu unbequem. Oh. Soll ich Mr. Benner sagen, dass er den Tee mitbringt? Wenn es ihm nicht zu viel Mühe macht. Ich denke, ich mache jetzt einen kleinen Spaziergang. Willst du wieder zurückgehen, du dummes Vieh? Hör auf, mir nachzulaufen. Geh los, ab. Abhauen sollst du, verdammter Köter. Da wird's bald. Ich war nicht. Verpasst, wenn du nicht weggehst! Du wirst endlich still sein! Du wirst mir nicht in die Quere kommen. Kriegst du den Stein an deinen eigensinnigen Schädel? Hau ab, du Scheißvieh! Hey! Köter! Was ist? Der ist ja... Der Jeep. Weg mit ihm. Mark! Mark! Stehen bleiben! Warten Sie! Was machen Sie denn hier? Auf Sie warten. Ich dachte, ich könnte mit Ihnen in die Stadt fahren. Es gibt ein paar Dinge, die ich Ihnen sagen muss. Schon wieder? Gut, erzählen Sie. Hier? Können wir uns nicht da drüben hinsetzen, Mark? Da drüben ist es schön. Unter den Bäumen, im Wind. Sie müssen mir eigentlich gar nichts mehr erzählen. Es ist Ihnen jemand zuvorgekommen. Wer? Evelyn. Sie hat Luisa ausgehorcht. Was hat sie Ihnen gesagt? Die Tatsachen nehme ich an. Ihr Sohn war geistig behindert und ihr Mann hat sich scheinbar das Leben genommen. Warum scheinbar? Es wurde nie eindeutig bewiesen, oder? Es hätte auch Mord sein können. Aber es war niemand da, der ihn hätte ermorden können. Und Sie? Sagen Sie so etwas zu mir. Weil es das ist, was ich denke. So hässliche Dinge.
Dazu haben Sie kein Recht. Die ganze Geschichte ist nicht sehr schön. Einschließlich der Art und Weise, in der Sie versucht haben, zu vertuschen und zu bestechen. Oh. An jenem ersten Abend, da haben Sie mich angesehen wie eine richtige Frau. Nicht wie die Mutter eines Idioten, die Witwe eines Selbstmörders. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Sie das herausfinden würden. Warum hat er sich umgebracht? Sie sind so grausam, Mark. Warum wollen Sie mich quälen? Ich versuche nur, mich selbst zu retten. Wovor? Vor Ihnen, vor dem Brenneisen, das Sie mir aufdrücken wollen. Eigentum Janet Wakefield. Ich hasse das, wenn Sie so reden. Es ist nicht wahr. Sie haben ein schlechtes Gedächtnis. Heute Morgen noch haben Sie gesagt, Sie würden mich lieber töten, als mich in ein Leben zurückgehen lassen, in dem es Sie nicht gibt. Das habe ich nicht so gemeint. Nein? Es passt aber sehr gut zu Ihnen. Und ich dachte, Sie hätten mich gern. Erzählen Sie mir endlich, wie er sich umgebracht hat. Er stürzte von den Klippen. Sie meinen, er sprang hinunter? Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Er ging eines Abends hinaus und kam nicht wieder. Ahnten Sie, was er vorhatte? Ich... Ja. Er hat es schon mal versucht. Was haben Sie dagegen unternommen? Nichts. Es gab nichts, was ich hätte tun können. Vielleicht wollten Sie nur nicht. Vielleicht war er Ihnen lästig geworden. So wie Billy. Sie hassen mich. Oh, wie Sie mich hassen. Hören Sie auf. Janet. Tun sich weh. Und es ist mir doch egal. Hören Sie auf. Oh, Mark. Es ist alles gut. Oh, Mark, auch sag, dass du das nicht so gemeint hast. Ich habe das alles nicht so gemeint. Ich habe noch nie jemanden so geliebt. Sag jetzt nichts mehr. Tom? Ja? Haben Sie vielleicht Nicky gesehen? Jesse sucht ihn. Ich meine, ich habe ihn vor kurzem noch bellen gehört, Mrs. Spanner. Vielleicht ist der Mrs. Wakefield nachgelaufen. Was? Sie wollte einen Spaziergang machen. Ein Spaziergang? Ah ja. Ja, Mrs. Banner. Danke, Tom. Er wird schon wieder auftauchen. Ich sag Jesse Bescheid. Oh. Ach, mir scheint jetzt alles so schön. Dir auch, Mark? Auch die Ameisen? Auch die Ameisen. Alles. Alles. Und bitte, Mark, fang nicht schon wieder an zu denken. Und versuch nicht, mich wieder aus deinem Leben herauszureden. Ich bin drin. Du kannst mich nicht mit Worten daraus vertreiben. Oh, Mark, ich werde dir alles sagen. Alles, was du über mich wissen willst. Besser nicht. Du fühlst dich mir im Augenblick sehr nah. Aber das hält nicht an. Behalt deine Geheimnisse für dich. Halt sie noch 24 Stunden fest. Dann bist du in Sicherheit. Vielleicht kommt nie wieder einer dicht genug an dich heran, um dich zu durchschauen. Du bist entsetzlich eitel, Mark. Herzlos. Weil ich weiß, du willst mich vernichten. Ich bin dessen so sicher, als würdest du vor mir stehen und mit einer Pistole auf mich zielen. Warum läufst du dann nicht weg? Du hast recht. Geh noch nicht, Mark. Bitte. Ich muss. Es gibt da ein paar Regeln. Ich sagte, ich fahre in die Stadt zum Haare schneiden. Ich wusste ja nicht, dass ich dir begegnen würde.
Bist du wenigstens froh, dass es so gekommen ist? Froh? Du lieber Himmel, froh. Dann tut es dir also leid? Ein bisschen von beidem. Mark, Liebster, ich werde dich wiedersehen, nicht wahr? Versprich es. Du liebst mich doch. Wir werden uns wiedersehen. Lass mich gehen. Oh. Haben Sie Nick gesehen, Mrs. Wakefield? Nick? Was wäre Nick? Der Hund, der uns zugelaufen ist. Ah, Nick. Jesse sucht ihn überall. Es ist alles in Ordnung mit ihm. Er ist vollkommen sicher. Dann wissen Sie also, wo er steckt? Ja. Ja, und er ist in Ordnung. Tom, er hat's jetzt besser. Wirklich viel besser. Was haben Sie getan, Mrs. Wakefield? Er war so alt und hilflos. Ich habe ihn von seinem Elend erlöst. Nein. Aber nein, er war doch nicht hilflos. Er lief mir nach und bellte die ganze Zeit, der ekelhafte Köter. Haben Sie nichts Besseres, worüber Sie weinen können? Ich habe heute auch geweint. Wollen Sie wissen, warum? Das spielt keine Rolle mehr, ob es jemand weiß oder nicht. Hilflos? Nein, das war er nicht. Ein Auge hatte er, nur noch ein Auge, aber mehr brauchte er ja auch nicht. Er lebte. Sehen Sie mich nicht so an. Was habe ich denn schon getan? Wie Billy. Was? Vom Elend erlöst. Und dauernd reden Sie von Billy. Der kleine Kerl hat Ihnen vertraut und Sie... Tom, ich bin doch das Opfer. Begreifen Sie das denn nicht? Wo ich auch hinkam. Für alle war ich nur die Mutter dieser Missgeburt. Die Frau mit dem kleinen Idioten. Tom, ich bin die, die gelitten hat. Nicht Billy. Nicht ein nutzloser alter Kütter. Ach, Tom. Ich bin betrogen worden. So schrecklich vom Leben betrogen worden. Dieses Kind wird ein langes und glückliches Leben haben. Manchmal denke ich, ich muss mir das Glück einfach nehmen. Mr. Benner wird seine Familie nie verlassen. Er gehört zu ihr. Er wird ihr nie mehr wirklich gehören. Nie mehr. Und Jesse? Jesse gehört ganz mir. Sie sollten nicht so reden, Mrs. Wakefield. Sie versündigen sich. Seien Sie still, Tom. Gehen Sie jetzt. Tom, Sie haben mich doch immer bewundert. Oder nicht? Wir haben so viel zusammen erlebt. Ja, Mrs. Wakefield. Dann werden wir auch in aller Freundschaft voneinander Abschied nehmen. Ja? Ja, Mrs. Wakefield. Schon so früh zurück? Ja. Ich war gar nicht beim Friseur. Das sehe ich. Ich war nämlich überhaupt nicht in der Stadt. Ich bin wieder umgekehrt und zurückgefahren. Bitte sag mir die Wahrheit, Mark. Sie kann nicht schlimmer sein als das, was ich mir ausgemalt habe. Da gibt es nicht viel Wahrheit zu erzählen. Sie ist den ganzen Nachmittag nicht hier gewesen. War sie mit dir zusammen? Eine Zeit lang. Wir haben uns verabschiedet. Für immer. Sie reist morgen früh ab. Du kannst aufhören, dir Gedanken über sie zu machen. Kann ich das? Kannst du das? Hund? War der Abschied sehr bewegend? Ja, das war er.
Das liegt im Wesen von Abschieden. Aber dieser ganz besonders, nicht? Hör auf, Evelyn. Du leidest nicht, wahr? Hinter all dieser wunderbar mannhaften Selbstbeherrschung kann ich dich leiden sehen. Und weißt du was? Es freut mich. Ich lache darüber, siehst du? Jetzt weißt du, was andere Menschen empfinden. Jetzt bist du an der Reihe und das freut mich. Das freut mich so sehr, dass ich vor Lachen glatt sterben könnte. Andere Menschen können auch leiden. Hör auf, Evelyn, hör sofort auf. Komm hierher ans Fenster. Au. Atme mal tief durch. Nein. Sie muss übergeschnappt sein. Was ist? Jessie. Wir müssen auf dem Meer, Mark. Hol sie zurück. Jessie! Ganz schön dumm von mir, dass ich daran nicht schon eher gedacht habe, was, Jessie? Die Insel ist wirklich ein herrlicher Platz für dich und mich. Seesterne, so viel wir wollen. Und eine Menge anderer wunderbarer Dinge. Meine Arme werden müde. Was ist jetzt? Und ich sehe auch keine Insel. Ich glaube, ich möchte doch lieber wieder nach Hause. Du wirst mich doch jetzt nicht im Stich lassen, Jessie. Du möchtest die Insel doch bestimmt auch sehen. Stell dir vor, eine ganze Insel nur für uns beide. Ich mag den Wind nicht. Ich glaube, ich hasse ihn sogar. Das ist aber schön. Wie Musik. Eine ganz besondere Musik, die nur ganz besondere Menschen wie du und ich hören können. Ich höre aber keine Musik. Und ich sehe auch die Insel nicht. Ich höre nur den scheußlichen Wind. Was ist das? Irgendwie? Ich glaube, da ist Daddy. Daddy, Daddy! Schau, wie der Fuß ist weg. Das sind Daddy und Tom im Ruderboot. Ahoi, Tom, ahoi! Gleich sind wir bei dir! Vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich gibt es keine Insel. Keine Insel? Es gibt gar keine Insel? Dann war so alles nur geschummelt? Ja, es war alles nur geschummelt. Das finde ich aber nicht besonders nett, dass sie solche Sachen mit Leuten machen, bis es mir erzählt. Wahrscheinlich hast du recht. Daddy, Tom, es gibt gar keine Insel. Das war alles nur ein Jux. Ein Jux? Na sowas. Das ist ja kaum zu glauben. Jessie, komm, ich helfe dir rüber. Du fährst jetzt mit uns zurück. Ups. Und Mrs. Wakefield? Mrs. Wakefield muss den Verstand verloren haben. Werfen Sie die Leine rüber. Wir hängen Ihr Boot an. Nein, ich will nicht zurück. Haben Sie noch nicht genügend angerichtet? Es kann jeden Moment ein Unwetter geben. Im Sommer gibt es keine Unwetter. Nicht wahr, Tom? Aber Mrs. Wakefield... Sagen Sie, Mr. Venner, dass es hier im Sommer keine Unwetter gibt, Tom. Ja, im Sommer gibt's hier keine Unwetter. Mrs. Wakefield. Mr. Benner, lassen Sie Mrs. Wakefield nachkommen. Danke, Tom. Danke. Mein guter alter Freund. Sie hörten Kannibalenherz von Margaret Miller in der Bearbeitung von Valerie Stiegele. Es sprachen Mark, Christian Redl, Evelyn, Ulrike Bliefert, Jessie, Larissa Dudek, Mrs. Wakefield, Carmen Renate Küper, Tom, Wolfgang Schenk, Luise, Annette Meyer. Die Regie hatte Bernd Lau. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1989. Eine Wiederholung dieses Krimis gibt es heute Abend um 23.05 Uhr.
WDR-Intendant Tom Buro lädt Sie ein zur dritten Live-Sendung WDR-Check. 50 Jahre WDR-Fernsehen. Was bringt die Zukunft? Wie treffen wir im Radio Ihren Musikgeschmack noch besser? Und wer kontrolliert eigentlich, was die WDR-Verantwortlichen so machen? Haben Sie Fragen an Tom Buro? Fehlen die Ideen oder fehlt der Mut, neue Ideen umzusetzen? Wenn ich doch Fernsehen für junge Leute machen möchte, warum dann auch nicht junge Leute das Fernsehen machen? Diskutieren Sie live mit uns in der Sendung WDR-Check. Am 25. Februar in Gladbeck. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Kritik. Schreiben Sie uns. wdrcheck@wdr.de